Ja, Leute, wie ihr wahrscheinlich schon unschwer am Titel erkannt habt, und wenn nicht da, dann spätestens anhand der Szenen, die ihr gerade gesehen habt, unser Bus und damit auch jede Möglichkeit, erstmal Vanlife zu machen, ist weg. Er wird auch nicht wiederkommen und dieses Video soll euch zum einen informieren und zum anderen aber auch ein bisschen für mich eine Art sein, Abschied zu nehmen. Ja, der Grund dafür ist in erster Linie der TÜV. Also das Fahrzeug hatte ja bis Ende April diesen Jahres TÜV maximal. Und wir hatten eben schon letztes Jahr ein bisschen Schwierigkeiten. Da gab es schon Probleme mit dem Lenkgetriebe. Es war allerdings gerade noch so im Rahmen. Also wir sind gerade noch durchgekommen. Es war für mich allerdings schon irgendwie ein bisschen absehbar, dass da, ja, dass sich das zugespitzt haben wird. Und dann hatten wir auch noch den Unfall. Also ich bin da schon so ein bisschen mit dem Gefühl rangegangen, dass es sein könnte, dass wir da nicht durchkommen. Deswegen bin ich auch so spät wie möglich zum TÜV gegangen, weil ich einfach es zumindest für nicht unmöglich gehalten habe, dass man mir dort sagt, irgendwie, ich darf keinen Meter mehr weiterfahren. Ja, ich habe dann auch schon in den Tagen zuvor angefangen, den Bus zu räumen, auch schon ein bisschen was auszubauen, eben weil ich die Angst hatte, dass man mir da sagt, ich kann nicht weiterfahren. Da stehe ich da und die ganzen Sachen sind noch im Bus, die Heizung und die Kühltruhe und irgendwie so Sachen, die halt auch Geld gekostet haben. Und ja, ich habe das da auch schon mehr und mehr gespürt irgendwie. Also ich werde da eh immer so ein bisschen, ich sag dann, melancholisch oder schwermütig irgendwie. Und habe intuitiv irgendwie angefangen, alles zu filmen und zu fotografieren und nochmal zu filmen und nochmal zu fotografieren. Irgendwie so, ja, wahrscheinlich in der Hoffnung, ihn irgendwie festhalten zu können. Weil ich halt doch einfach wirklich jede einzelne Schraube in diesem Fahrzeug kenne. Jede habe ich da reingedreht, jedes Stück Holz. Jeder Sägeschnitt, alles, jeder Winkel, das ist alles von mir. Zu jedem weiß ich irgendwie eine kleine Geschichte, zu jedem weiß ich, wie es da hingekommen ist, was ich dabei gedacht habe, ob ich vielleicht vorher was anders gemacht habe und da was korrigiert habe. Und ja, ich werde da eben einfach immer ein bisschen, ja, schwermütig irgendwie. Ja, ich bin dann zur Werkstatt gefahren, habe das Fahrzeug dort stehen lassen. Es hieß, es dauert etwa eine Stunde. Bin dann ein bisschen mit meiner Kamera durch die Natur marschiert, soweit es die hier eben gibt. Und bin nach etwa einer Stunde wiedergekommen, musste dann noch eine knappe halbe Stunde warten. Und ja, dann hat man mir schon gesagt, so, also da ist schon so das eine oder andere zu machen. Es war mir auch klar, ich habe nicht gerechnet, dass der einfach durchkommt. Ich habe es gehofft, aber ja, war unwahrscheinlich natürlich. Und ja, dann hat der Mechaniker mir vorgelesen, was alles zu tun ist. Ich habe es stellenweise nicht verstanden wegen dem Dialekt. Ich habe dann nachgefragt, ja, was es etwa kosten wird. Und dann hat er gemeint, ja, also er hat es nicht berechnet, aber um ganz sicher zu gehen, so zwischen 2 und eher 3.000 Euro. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das Jana erzählt. Wir hatten dann auch ein bisschen Zeitdruck. Wir haben gleich mal andere Werkstätten angeschrieben. Du hast nach einem Kostenvoranschlag gefragt und sind sogar noch zu einer anderen Werkstatt hingefahren. Und der Mechaniker dort hat sich das Fahrzeug nochmal angeguckt und hat auch geguckt, was die Teile kosten. Nicht die teuersten, aber auch nicht die günstigsten. Es soll ja irgendwie auch sicher sein. Und sie sind aber letzten Endes alle ungefähr beim gleichen Betrag rausgekommen. Also die Werkstatt, wo wir nochmal vor Ort waren, hat dann gesagt, irgendwie 3.238,50 Euro oder so. Ja, und aufgrund dessen haben wir uns dann entschieden, uns von dem Fahrzeug zu trennen. Wären es jetzt nur die Reparaturkosten gewesen, hätte man da vielleicht irgendwie noch drüber nachdenken können. Aber es ist ja auch so, dass das Fahrzeug so seine Probleme hat. Also es ist ja zum Beispiel mal unter anderem die Schiebetür rausgesprungen und es wurde zwar repariert, aber trotzdem betätigt man die Schiebetür dann irgendwie mit einem anderen Gefühl. Also da ist irgendwie das Vertrauen einfach weg. Das habe ich ja schon in einem anderen Video mal angesprochen. Dann ist es auch noch verdammt teuer. Also ich bezahle hier in Österreich oder habe hier in Österreich 170 Euro monatlich Versicherung und Steuer bezahlt. Und dann ist es auch noch sehr groß und schwer. Und das ist ja unser Alltagsfahrzeug gewesen. Also wir waren damit nicht nur campen, sondern auch und eigentlich sogar überwiegend einkaufen und zu Terminen fahren. Und dann kann man nicht in Parkhäuser rein. Dann hat man Probleme, einen vernünftigen Parkplatz zu finden. Und ja, diese hohen monatlichen Kosten haben wir im Endeffekt dafür bezahlt, beschwerlich einkaufen zu fahren. Weil wirklich viel unterwegs waren wir in letzter Zeit damit nicht mehr. Die meiste Zeit stand das Fahrzeug einfach vor der Tür. Ja, wir haben uns dann recht eilig angeschaut, was für Möglichkeiten wir haben. Wir hatten, glaube ich, nur noch 3 oder 4 Tage, bevor das Fahrzeug nicht mehr legal hätte auf öffentlichem Boden stehen dürfen. Und hatten dann einerseits das Angebot von der Werkstatt, wo wir zuletzt waren. Der hat uns ein
ziemlich niedrigen Betrag angeboten, was immer noch besser gewesen wäre, als einfach nur dieses Problem zu haben. Andererseits haben wir allerdings 2 Tage vorher oder so zum Glück noch einen Käufer gefunden, der jetzt auch nicht Unsummen bezahlt hat, aber doch deutlich mehr, als die Werkstatt uns angeboten hat. Ja, und ich habe dann innerhalb von 6 Stunden das Fahrzeug quasi leergeräumt. Ich wollte eigentlich erst so die wichtigsten Teile ausbauen, eben die Standheizung, Elektriksachen, die Batterie und den Spannungswandler. Solche Sachen, die eben auch Geld gekostet haben. Ich habe dann allerdings während dem Ausbauen irgendwie realisiert, dass der Käufer das eh nicht so weiterverwenden wird und bin dann dazu übergegangen, das ganze Ding einfach bis auf die Verkleidung leer zu räumen. Ich möchte diesen Käufer an dieser Stelle unbedingt nochmal loben und mich bedanken. Also falls du das hier siehst, ist unwahrscheinlich, aber falls, danke nochmal. Das war wirklich ein sehr, sehr entspannter, geschmeidiger Verkauf. Er hat uns erstmal eine Anzahlung gegeben. Er hat uns geholfen, noch die Standheizung auszubauen in seiner Werkstatt. Er hat uns von dort fast 40 Minuten nach Hause gefahren. Dann hat er mir noch die Papiere mitgegeben, damit ich das Fahrzeug abmelden kann, obwohl er schon den Kaufpreis bezahlt hat. Also er hat mir da tatsächlich mehr Vertrauen entgegengebracht als ich ihm, weil ich bin da immer sehr, sehr, sehr misstrauisch. Und hat dann auch noch seine Papiere abgeholt. Also das war wirklich ein super Erlebnis und vielen, vielen Dank dafür. Ja, das ist jetzt alles schon so gute 2 Wochen her und es war am Anfang auch wirklich nicht einfach. Also so im Alltag ohne Auto zu sein, ist hier weniger das Problem, weil man wirklich zu Fuß gut überall hinkommt und die Busverbindungen auch super sind. Aber wir haben halt trotzdem ein Riesenstück Freiheit aufgegeben. Also es war einfach vorher immer so, egal wo ich hingefahren bin, ich hatte einen sehr, sehr bequemen Schlafplatz immer dabei. Ich hatte ein warmes Zimmer dabei und eine Toilette und eine Spüle und ein Herd und einen Kühlschrank. Ne? Und das war auf einmal weg. Ich hätte auf einmal schauen müssen, wo schlafe ich da, wo ich hinfahre? Gibt es da ein Hotelzimmer? Gibt es da Bekannte, wo ich schlafen kann? Und das war ich schon gar nicht mehr gewohnt. Dann natürlich jede Möglichkeit, doch noch ins Vanlife zu starten, so wie wir es ursprünglich mal vorhatten und auch angekündigt haben. Und deshalb... Trommelwirbel? Starten wir ins Vollzeitwerk. Juhu! Jana ist das inzwischen sehr unangenehm. Ich sage, es ist einfach menschlich. Es ist halt doch nicht so gekommen. Wir haben das ernst gemeint. Aber es kam einfach nicht so. Es hat nicht sollen sein. Und auch wenn wir insgesamt viel weniger unterwegs waren, als ich mir gewünscht hätte und auch allgemein einfach nicht viel, ja, die meisten Fahrten waren tatsächlich eher alltägliche Sachen, haben wir doch einiges erlebt. Also wir waren in Ungarn, wir waren in Italien am Meer, haben dort Urlaub gemacht, wir waren zuletzt in der Schweiz und in Italien nochmal und sind dann durch die Bergstraßen. Ich werde es nie vergessen, wirklich. Und ja, ich habe natürlich auch eine ganze Menge Zeit, sehr intensive Zeit, beim Ausbau mit dem Bus verbracht. Tja, und jetzt ist er weg und ich bin zwar noch immer irgendwie traurig darüber, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen erleichtert, weil er eben schon seine Probleme hatte und mit ihm jetzt auch alle Sorgen und Probleme, die er für uns bedeutet hat, weg sind, von uns abfallen. Und das ist schon eine Erleichterung. Wir haben inzwischen auch schon wieder ein neues Auto. Nicht irgendwie, weil wir uns zu bequem wären, zu Fuß einkaufen zu gehen oder zu schade zum Bus fahren. Das geht hier wirklich gut. Sondern weil wir hier wegziehen wollen. Und wir suchen nicht nur österreichweit, sondern wir wollen auch so weit wie möglich raus in die Pampa, wenn man so möchte. Also in die Natur, in die Abgeschiedenheit, ohne es negativ zu meinen. Wir wollen einfach unsere Ruhe und Natur um uns herum haben. Und das erreicht man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kaum. Und das wollen wir uns auch irgendwie nicht zumuten, dass wir da irgendwie noch wandern müssen quasi. Ja, das war's also mit dem Thema Bus. Es war finanziell auf jeden Fall ein Desaster, das kann man nicht anders sagen und das will ich auch nicht schon reden. Aber es waren trotzdem auch sehr, sehr viele schöne Erlebnisse dabei. Nicht nur jetzt mit den Reisen, sondern auch mit dem Ausbau. Ich habe da sehr viel Nerven, Schweiß, Zeit, Energie reingesteckt. Aber das war es mir wert und ich habe ganz zu Anfang mal zu Jana gesagt, ich will diese Erfahrung mal gemacht haben, ich möchte mal ein Fahrzeug ausgebaut haben und ich will irgendwann sagen können, ich habe mal einen Bus ausgebaut. Und das habe ich getan und das hat funktioniert. Wir hatten da drin ein Doppelbett, ein Hochbett sogar. Wir hatten einen Kühlschrank, wir hatten Licht, wir hatten Strom, wir konnten kochen, wir hatten eine Toilette, wir hatten eine Heizung, die uns wirklich richtig gut warm gehalten hat. Ich habe ein Fenster eingebaut und es war nach dem ersten Versuch dicht. Das kenne ich so von YouTube, wenn man da halt so schaut. Anders, ne? Da wird ein Gießkanntest gemacht und dann muss nochmal nachgebessert werden. Und meins war von Anfang an dicht. Das war einfach super. Und
jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht und ich bin froh drüber und ich bin auch irgendwie stolz drauf. Und ich habe zwischenzeitlich mal gesagt, das mache ich nie wieder. Ich möchte mehr Komfort, ich kaufe was Fertiges und werde wieder selbst was ausbauen. Aber ich werde es eines Tages wieder tun. Und ich freue mich schon drauf. Ja, ich denke, das war's jetzt mal mit dem Video. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie so eure Erfahrungen mit dem Busausbau sind. Vielleicht sogar mit eurem ersten. Das würde mich wirklich interessieren. Fände ich spannend. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.